Die uns bekannte Welt existiert nicht ohne Kampf. Unsere Übliche Vorgehensweise, Leute. Ja, genau wie in Glamis. Billy und Rawlings purifizieren die Umgebung. Das wird nicht ausreichen. Ich hab dir doch gesagt, dieses Mal ist es anders. Operation Gottessiegel hat in diesem Augenblick begonnen. Immer wieder dieselbe alte Leier, Devin. Jedes Mal, wenn wir mit etwas in Berührung kommen, das größer ist als wir selbst, senden dich deine Herren und Meister los, um es zu zerstören. Hast du dich noch nie gefragt, weshalb? Was für ein Magier bist du eigentlich? Cole, ihr spioniert uns aus! Verdammt nochmal, tu etwas! Sir! Gottessiegel ist der Grund dafür, dass es Jericho gibt. Es gibt einen uralten gnostischen Text, in dem von einem Wesen die Rede ist, das noch vor dem Menschen erschaffen wurde. Die Geschichte kenne ich. Gott konnte seine erste Schöpfung nicht zerstören. Also verbannte er sie von der Erde, sodass er wieder von vorne beginnen konnte. Dann schuf er den Menschen und er versah uns mit Fehlern, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Aber das Erstgeborene war eifersüchtig. Und sein Zorn konnte nicht besänftigt werden.
Also wartete es und sammelte immer mehr Macht. Wie bitte? Glaubt ihr etwa an diesen apokalyptischen Bockmist? Es spielt keine Rolle, ob du daran glaubst. In der Geschichte der Menschheit gab es genügend, die es taten. Was immer auf der anderen Seite des Spaltes sein mag, es hat seit jeher versucht, Leute wie Leech dazu zu bringen, es zu befreien. Immer dasselbe. Jedes Mal, wenn wir irgendeine abgefuckte uralte Macht entdecken, kommt irgendein Arschloch in Längli daher und will, dass wir sie an die Leine legen. Nein, wir haben versucht, sie einzudämmen. Was zur Hölle ist das? Ich brauche dich, Devon. Ross, geh nicht! Der einzige Weg, dies zu beenden, ist es, mich zu befreien. Die Schuld. Sie haben auch mich verführt. All die Versprechungen von grenzenloser Macht, von verbotenem Wissen, von den Antworten auf deine drängendsten Fragen. Habe ich nicht recht? Ihr seid alle Hexen und Ketzer, genau wie wir. Du weißt doch, was sie mit Hexen tun. Was meinst du, wird mit dir geschehen, wenn sonst niemand mehr übrig ist, den man verbrennen könnte? Es tut mir leid, Devon. Aber es will dich. Ross! Verdammter Mist! Rawlings, hierüber! Halte durch, Ross! Verdammt, Ross! Wenn du mir wegstellst, bring ich dich um! Komm schon, verdammt, komm schon! Sie kommen näher! Tu doch was! Wir verlieren ihn! Lass ihn, sie kommen von allen Seiten! Frank, hilf mir! Billy! Pass auf! Nein, sind wir nicht. Wir haben Ross verloren. Ich bin immer noch bei euch. Was? Da ist jemand in ihm drin. Ich kann es fühlen. Delgado, kannst du mich hören? Rawlings, ich bin es, Ross. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, ich bin in ihm drin. Steck die Dinger weg, verflucht. Ich bin es. Beweise es. Herrgott nochmal, Paul. Wirst du mir jetzt endlich glauben oder soll ich Ihnen von Prag erzählen? Nein, bloß das nicht. Wo ist Frank? Was hast du mit ihm gemacht? Er ist immer noch hier. Er ruht sich nur aus. Von wegen ausruhen, du Mistkerl. Verschwinde aus meinem Kopf! Wir haben dich sterben sehen. Leech hat dich umgebracht. Nur ein Teil von mir. Faszinierend. Könntest du versuchen, dich mit Abby zu verbinden? Mal sehen. Abby, kannst du mich hören? Ross, ich hasse das. Verschwinde! Du erdrückst mich! Beruhige dich, Abby. Hey, Abby, kennst du den schon? Wie viele lesbische Scharfschützen mit telekinetischen Kräften sind notwendig, um eine Straße freizuschießen?
seid ihr alle okay? Ich verlasse mich darauf, dass du mich heil aus dieser Sache rausholst. Ich bin immer noch hier, Billy. Möchtest du mit Frank sprechen? Ich weiß, dass du hier bist. Hör mal, ohne dich und Rawlings wäre ich immer noch in der psychiatrischen Anstalt. Du musst dich nicht bei mir bedanken. Das tue ich auch nicht. Die Anstalt war die Hölle, aber verglichen hierzu. Dort hätte ich zumindest den Zeitpunkt bestimmen können, an dem ich alle mein Ende setze. Du hast mich hier mit reingezogen, also musst du mich auch wieder rausholen. Verstanden? Verstanden. Wenn du meine Blutmagie benötigst, kannst du dich gerne mit mir verbinden. Aber vermassel es nicht, sonst bekommst du es mit Frank zu tun. Stehen bleiben, Leute. Ich halte die Stellung. Los, gehen wir! Rawlings, zur Stelle! Ich verzeichne immer noch nicht körperliche Entitäten in unserer Umgebung, Sir. Jemand eine Ahnung, wo wir hier sind? Wir sollten uns viel eher fragen, in welcher Zeit wir hier sind. Captain Ross, wenn Sie zu mir springen möchten, haben Sie meine Erlaubnis. Bist du sicher, dass das für dich in Ordnung ist, Cole? Es ist ziemlich invasiv. Sie sind nur ein weiteres Netzwerk, Sir. Hängen wir hier so rum.
Aktiviere Zeitschleife. Es sind Leech-Männer. Das wird ja immer besser. Waren das alle? Da vorne ist einer! Gut so, Baby! Komm und spiel mit mir! Welche Sorte Mensch war nur zu so etwas fähig? Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Feinde im Anmarsch! Gut so, Baby! Komm und spiel mit mir! Sehr sicher, Arthur! Simone, greif diese Bunker mit Granaten an! Rawlings hat's erwischt! Was?
unfähig, Sir. Elgato hat's erwischt! Sanitäter!